Fußball-Regionalliga. Der erste FC Saarbrücken heute zu Gast bei den Kickers aus Offenbach. Bei Sieg mit der Aussicht auf Tabellenplatz 2. Bei Niederlage folgt man der Ansage von Trainer Dirk Lottner auf unabsehbare Zeit raus aus dem Geschäft, was die Aufstiegsambitionen betrifft. 90 Minuten Vollgas also und dies ohne den Kapitän Manuel Zeitz. Nachvollziehbar. Der war heute andersweitig gefragt. Er ist seit dem Vormittag Papa. Herzlichen Glückwunsch. Ob die Mannschaft ihn mit einem Sieg zusätzlich ehrt, sagt ihn Frank Runthefer. Der Taktgeber muss umbauen. Zeitz, wie gehört, heute nicht dabei. Für ihn spielt Perdedei und Nino Miotke mit Startelfdebüt. Jöcher dafür zuerst mal auf der Bank. Der FC will nachlegen nach dem Sieg vergangene Woche gegen Pirmasens. Erste Hälfte und Achtung, das ist die einzig zeigenswerte Szene. Serkan Firats Freistoß für Offenbach. Tobias Jennecke regt sich auf, weil außer Kampf nichts passiert. Der FC ringt den OFC nur so nieder. Dafür sieht Perdedei gelb. Schweißtreibendes soll dann bitte jetzt folgen nach dem Seitenwechsel. 53. Minute. Wieder Firat am ruhenden Ball. Albrecht verlängert und am langen Pfosten lässt Karl Kirchhoff ziehen. 1-0 für den OFC. Die erste echte Torchance bringt den ersten Treffer. Bis dahin neutralisieren sich die beiden Mannschaften. Saarbrücken jetzt richtig unter Zugzwang. Und es dauert, bis sich die Gäste mal zu einer ambitionierten Reaktion bemühen. Jürcher mittlerweile im Spiel und der tankt und kurbelt und dreht sich hier durch. Scheffler. Dann sieht er Mendler, ebenfalls eingewechselt. Der will den Ball und will's dann nicht wahrhaben. Die dicke Chance zum Ausgleich. 75. Minute, Jürcher mit einem Willensakt. Und Mendler weiß, dass das besser geht. Lottners Team fehlt irgendwie die letzte Gier. Vielleicht jetzt mal. 3 Minuten noch zu spielen. Kiel Gomez. Auf Jakob, auch er reingekommen. Und da ist er, der Ausgleich, 87. Minute. Endlich mal mutig nach vorne. Der wunderbare Pass von Kiel Gomez und Jakob kann's einfach. Zumindest einen Punkt könnte Saarbrücken jetzt mitnehmen. Aber der FC zu selten, so zielstrebig und knackig in seinen Aktionen wie hier. Klar, der OFC auch auf dem Platz. Dass es aber geht, belegen hier die Jungs in Blau und Schwarz. So, kommt jetzt noch mehr. Letzte Minute der offiziellen Spielzeit. Mandy, dann Jennecke mit Eisel. Nochmal Jennecke. Und Jakob mit der Chance auf seinen zweiten Treffer. Das wäre aber dann doch vielleicht ein wenig zu viel des Guten. Ein ausgesprochenes Kampfspiel auf dem Biberer Berg endet leistungsgerecht 1-1. Und mit der Frage, ist denn der FC schon richtig im Rollen? Ja, werden wir sehen. Also ins Rollen, glaube ich, sind wir heute immer noch nicht gekommen. Aber wir haben eine gute Leistung oder eine gute kämpferische Leistung gezeigt. Wir haben eine gute Reaktion nach dem 0-1 gezeigt. Und jetzt wird man wieder sehen, was nächste Woche bringt. Entscheidend ist immer, dass du jetzt dranbleibst, dass du weitermachst. Und das war die Botschaft auch an die Mannschaft heute. Halbgares Ergebnis hilft beiden Teams nicht wirklich weiter. Allerdings ein 1-1 in Offenbach musst du erst mal holen. Nächste Woche geht's für Saarbrücken gegen Worms. Und der schnelle Blick auf die Tabelle. Waldhof Mannheim weiter vorn nach dem Unentschieden beim VfB Stuttgart 2. Ulm mit 16 Zählern dahinter. Homburg jetzt Dritter. Der erste FC Saarbrücken Sechster mit 14 Zählern. Es war kein Sieg, es war keine Niederlage. Es geht also weiter. Und Elversberg aktuell 15. Schlechter stehen nur Stadt Allendorf, Waldorf und Hessen. 3 Eichdar.